So, Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich bin jetzt gerade in einem Windpark, wo ich in meinem Leben noch nie war. Also ist es für mich schon echt eine kleine Premiere. Und zwar bin ich jetzt im Windpark Pömpfen. Ja, ich stehe gerade unter einer Enercon E58 Anlage. Auch ein sehr, sehr schönes Ding. Ja, kenne ich auch von Harburg halt. Da stehen auch zwei Stück, aber ja, das ist jetzt hier so mein Start. Ja, dann möchte ich zu der Nordex da. Zu der gibt es auch eine Geschichte, die erzähle ich dann. Dann steht hier auch noch, ich erzähle mal, was hier steht. Hier steht eine Enercon E53 Anlage. Die steht da hinten. 73 Meter Nabenhöhe, 800 kW, Baujahr weiß ich leider nicht. Dann stehen hier zwei Enercon E58. Nabenhöhe würde ich schätzen, zwischen 50 und 60 Meter, denke ich mal. Ja, 58 Meter Rotordurchmesser, 1 Megawatt, Baujahr, ich glaube 99. Oh, muss ich mich erstmal hier durch das meterhohe Gras schlagen. So, da wäre ich. Ja, dann stehen hier zwei Nordex N60 Anlagen. Ja, Baujahr und Nabenhöhe weiß ich nicht. Leistung 1,3 Megawatt müssten es sein. Und 60 Meter Rotordurchmesser. Wie gesagt, zu der hier vorne gibt es eine Geschichte. Da unten steht ein Maschinenhaus, deshalb möchte ich zu der auch hin. Dann steht hier eine Tacke TW 600 Anlage. Die ist da. Ja, 600 kW. Bei der weiß ich auch Nabenhöhe und Baujahr nicht. Dann steht hier eine G-Wind Energy 1.5 SL Anlage. 77 Meter Rotordurchmesser und 61,5 Meter Nabenhöhe müsste das sein. Zu der möchte ich auch hin. Ja, die wird auch immer schneller. Huch. So. Und dann stehen hier quasi das Highlight. Zweimal HSW 1000. Die müssten auch von 99 sein. Ja, 1000 kW steht ja drauf. Wunderbar. Und das ist hier so der Windpark. Ja, außerdem gibt es hier, was ich gerade auch gesehen habe, das wusste ich auch nicht, eine Besonderheit. Und zwar sieht man hier die beiden Enercon E138 Anlagen in Blomberg-Istrup. Wo haben wir sie denn? Da hinten neben der zwischen dem Turmfuß der Enercon E53. Aber die sieht man, glaube ich, da gar nicht so gut. Naja, gut. Hier sind wir jetzt unter der Enercon E58. Wunderschönes Ding. Sind auch nicht mehr so oft vertreten. Im Kreis Höxter stehen aber zum Glück noch 4 Stück. Hier 2 und in Harburg 2. Wenn ich jetzt nicht wieder eine vergessen habe. Ja, diesen Windpark vergesse ich auch manchmal, weil ich immer denke, der gehört gar nicht mehr zum Kreis Höxter. Aber der gehört nur zum Kreis Höxter. Falls ihr euch wundert, dass hier Autogeräusche im Hintergrund sind, hinter dem Waldgebiet da liegt die Rennstrecke Bilsterberg. Also von daher lasst euch nicht stören. Ja, und was ich gerade noch gesehen habe, was mich auch wundert, da hinten ist eine Enercon E82 Anlage im Windpark Altenbeken. Wunderbar. Wo haben wir sie? Da hinten ungefähr. Direkt über dem Wald. Ja, da ist sie. Wunderschön. Das ist ja richtig geil. Da geht es übrigens bald hin, in 2 Wochen ungefähr, wenn die Sommerferien starten. Die starten am 5.7. Dann geht es auch dahin. Ja, schön die E147 bestaunen in Altenbeken. Geil wird das. Richtig geil. Gut, dann war es das hier von der E58 und ich gehe jetzt zur Nordex.
Bis dann. Ich stehe jetzt unter der Nordex N60. Da ist er. Ich gucke jetzt gleich auch mal auf das Schild drauf. Da stehen nämlich die ganzen Infos. Und da sieht man jetzt hier mal den ganzen Windpark. Und was ich halt einfach nicht verstehe ist, die Anlagen mit der hohen Nabenhöhe stehen alle relativ weit oben. Und dann kommt da die G, steht am weitesten unten und hat die kleinste Nabenhöhe. Ja, und hier, das gucken wir uns jetzt erstmal als erstes an, ist das Nordex-Maschinenhaus. So, und zwar fange ich mal an. Und zwar gibt es zu diesem Windpark eine Geschichte, beziehungsweise zu dieser Anlage hier. Und zwar ist diese Anlage hier, das war die größte Windrad-Havarie im ganzen Kreis Höxter. Und zwar ist diese Anlage, ich glaube Sturm war das, bei Sturm, ist diese Anlage komplett havariert. Also ich hatte da auch noch ein Foto von, aber das gibt's leider nicht mehr. Und zwar Maschinenhaus, das ist zwar noch ganz gewesen, aber ein Rotorblatt ist komplett weggeflogen. Es ist, glaube ich, da irgendwo auf der Wiese gelandet und eins war wirklich in der Hälfte durchgebrochen. Und irgendwas hing auch aus dem Maschinenhaus raus. Ich weiß nicht, was es war, aber gut. Ja, hier haben wir das Ding. Wurde glücklicherweise wieder repariert. Schönes Teil. Ja, hier lässt sich leider nicht mehr so viel erkennen. Ah, doch. So, fangen wir mal an. Nabenhöhe 85 Meter. Ja, das könnte passen. 1300 Kilowatt, dachte ich mir, 60 Meter Rotordurchmesser. Perfekt. Nordex, ja, ja, gut. Baujahr steht hier jetzt leider nicht da. Bei Nordex N60, genau. Super, perfekt. Gefällt mir. Ja, da sind die beiden E58 Bewegungsmelder. Ja, schön hier auf jeden Fall. Schön, dass die wieder läuft. Ja, und dann mache ich mich jetzt mal auf zum Highlight. Und zwar zu den HSW. Ich habe in meinem Leben schon ein paar HSW 1000 Anlagen gesehen. Aber die meisten gibt es nicht mehr. Einen alten Beken aber noch, aber die soll wohl jetzt bald abgerissen werden. Ja, gut. Bis dann. So. Jetzt bin ich in der Nähe der beiden HSW. Da haben wir die drehende. Da haben wir die stehende. Die Tacke dreht sich gerade einmal um sich selbst. Ja, Aussicht ist heute auch Bombe. Ja. Diese G da, die sieht so geil aus, so, dass sie so tief steht und dann mit dem Rotordurchmesser. Geil. Ja, da hinten ist Windpark Feldrom. Feldrom. Da war ich ja auch schon mal. Ach übrigens, ich habe die ganze Zeit was nicht Richtiges erzählt. Die Anlage ist keine Tacke TW600, sondern eine Tacke TW600E. Den Unterschied weiß ich jetzt nicht genau, aber ist auf jeden Fall was anderes. Steht ja drauf. Bei uns stehen zum Beispiel nur Tacke TW600. Ich habe noch nie eine Tacke TW600E gesehen. Jedenfalls nicht bewusst. Kann sein, dass ich schon mal drunter stand, aber ich dachte, es wäre eine TW600 und ach, was weiß ich. Ja, schöner Windpark hier auf jeden Fall. Danke für den Tipp. Der Dank geht hier an Windrad Hannes raus. Vielen Dank für den Tipp hier. Ja, hier hast du ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Checkt seinen Kanal ab. Er macht sehr, sehr schöne Videos. Aber ich denke mal, viele werden ihn schon kennen. Ja. So, dann bin ich jetzt hier in der Anlage. Und da sieht man nochmal den ganzen Windpark. Schön. Gefällt mir. Gefällt mir. Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß, wie man zur G hinkommt, aber ich glaube, ich werde da gar nicht mehr dran gehen, dran fahren. Ja, ich weiß es nicht. Muss ich gucken. Ah, das reicht mir auch von hier. Die sieht so mega aus, ne? Warum kann es die nicht öfter geben, die G? Hätten sie einen Bustoll nicht auf 100, sondern auf 61,5 wie hier bauen sollen. Ich meine, es ist 61,5, wenn nicht. Tut mir leid, ich kann halt nicht alles wissen. Mit Nabenhöhen komme ich nämlich
sehr, sehr leicht durcheinander. So, hier steht alles drauf. Sehr schön, genau. So, Windkraftanlage HSW 1070, Baujahr 99. Sag ich doch. Schönes Ding. Dreht sehr, sehr schön. Da ist die mega geile G. Gut. Ja. Jetzt gibt es hier auch nicht mehr so viel zu sagen. Ja, ich mag diese HSW-Anlagen echt gerne. Im Windpark Benhausen standen auch mal zwei Stück von denen. Mit 3E40 auf einer Seite, die wurden aber durch zwei V126 von Vestas und eine Enercon E82 Anlage ersetzt. Ja. 2016 oder 2017 müsste das gewesen sein. Schön, ich könnte den ganzen Tag zugucken. Gut. So, Freunde. Dann würde ich sagen, ist dieses Video auch schon beendet. Ich würde sagen, beenden wir den Blick einfach, das Video einfach mit diesem super Blick hier auf die G. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.